Hallo zusammen, heute mal ein Porträt, mal ganz anders, ein Manga-Porträt mit Tipps und Tricks, unter anderem aus unserem Buch Genial Zeichnen Porträt. Wir haben dafür das Ganze mal digital gemacht auf einem iPad und bauen das Ganze von Anfang an auf. Das ist das Ergebnis und so bauen wir auf. Das erste: Gesicht, Augen, Haare. Ganz grob aufskizziert und widmen uns an der Stelle sofort den Augen. Die werden dann Stück für Stück ausgearbeitet. Wir haben das im klitzekleinen Zeitraffer zusammengestellt. Aber man sieht, wie der Aufbau ist. Also wir bleiben bei Augen, Augenbrauen, Nase, Mund, der minimal leicht auf ist und arbeiten diese aus. Wir machen das bei einem normalem, regulären Porträt eigentlich auch, also realistischen Porträts, dass wir meistens mit den Augen beginnen. Wenn ihr zum Beispiel Manga zeichnen lernen möchtet, auf dem Computer, iPad oder natürlich auf dem Papier, dann sind das genau die Sachen, die wir mit euch zum Beispiel erstellen, zeigen euch, wie der Aufbau aussieht, wie, welches Programm ich dafür brauche und wie sieht das am Ende aus. Also hier geht es dann jetzt zu den Haaren, die werden dann Stück für Stück aufskizziert, detaillierter ausgearbeitet. Keine Frage, es ist natürlich ein bisschen vorteilhafter, wenn man das Ganze digital macht. Man kann es wieder retuschieren, 2-3 Schritte zurückgehen, anders als auf dem Papier. Aber Papier hat natürlich auch wieder einige Vorteile. Ihr könnt es überall machen, braucht keinen Strom, kein iPad oder anderes Gerät. Und können einfach sofort zeichnen. Hier die Haare ganz schnell einen Pinsel ausprobiert, mit dem wir einfach das Haar imitieren. Und dann kommt es auch schon darauf an, die Haut anzudeuten. Da färben wir den Hautbereich. Momentan ist das noch sehr 2D und mit ein bisschen Abstufung kriegt man schon sofort das 3D-Gefühl, also Licht und Schatten im Gesicht. Und dann das Ganze nochmal ein bisschen unter den Haaren. Die Augen werden grün ausgearbeitet mit ein bisschen dunkelgrün, nochmal umrandet und dann ein paar weiße Pünktchen. Das Kleid vielleicht ganz leicht angedeutet mit dem gleichen Werkzeug vielleicht und so sieht es aus. So einfach kann man das aufbauen. Mehr dazu natürlich in unseren Kursen. Lernt das Ganze online. Wir freuen uns. Oder auch bei uns vor Ort. Schreibt uns, ruft uns an. Wir freuen uns. Bis dann, alles Gute, euer Akademie-Wu-Team.